herzlich willkommen hier in der SAP Arena zum Spiel Nummer 4 in dieser Playoff-Serie Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin. Es ist gerade gepfiffen worden, da habe ich gedacht, hoffentlich kommen wir nicht dann ins Bild, genau. Das würde so aussehen, als würden wir ausgepfiffen werden, aber es waren die Berliner, die ausgepfiffen worden sind. Wir sind gerade eben nämlich aufs Eis gekommen zum Warm-up. Ja, ganz schön viel los hier heute. Wir wissen es vorab schon, die Halle ist ausverkauft. Die Tageskasse hat heute gar nicht mehr erst aufgemacht, denn es geht ja auch um viel, Andi. Es geht um viel, vor allem geht es um eine Person, ganz, ganz oft, nämlich gegen Leon Bergmann. Wir wollen ihn nicht zum Thema hier machen, nur dass man immer wieder versteht, warum hier zum Beispiel jetzt gerade was gesungen wird über Leon Bergmann. Ich weiß nicht, ob es nur Leon Bergmann oder auch seine Mutter involviert war. Nahe Verwandte waren involviert auf alle Fälle. Ja, dass es eine enge Serie ist, ja, das brauche ich nicht dazu zu sagen. Ihr habt es verfolgt, 3 Spiele. Auch wenn die Adler das erste 7:1 gewonnen haben, ist die Serie an sich eng. Ja? Also die Berliner haben nicht 7:1 schlechter gespielt als die Adler im ersten Spiel. Klar waren unsere Jungs da überlegen, aber dann das zweite Spiel dann hier zu Hause, das war dann schon sehr, sehr eng, auch vom Ergebnis her. Das letzte war ein Empty Netter, wäre also ein 3:2-Sieg gewesen. Ich ziehe das immer auch ab, weil das dann ein bisschen das Bild verfälscht. Es gibt auch Spiele, dass du führst oder die gegnerische Mannschaft führt 4:3, du nimmst Torhüter raus, die machen es 5:3, 6:3 und sogar 7:3, weil du es immer wieder nochmal probierst. Also das Ergebnis, das Nackte sagt da nichts drüber aus. Das macht ja in den Playoffs aber auch keinen anderen Sinn, als es genauso zu machen. Ganz genau. Richtig, weil da klammerst du dich an, an den letzten Sturm. Auch wenn du noch 2 Tore zu erzielen hast und nur noch 7 Sekunden auf Eis sind, Torhüter raus, könnte ja noch passieren. Man hat ja diese berühmten Pferde vor Apotheken sich übergeben sehen. Wir schauen uns jetzt erstmal die Bilder vom Freitag an, Jens, und danach dann den Gegner ein bisschen näher. So machen wir's. Playoff-Viertelfinale, Spiel 3 zwischen den beiden Schwergewichten, den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim. Und natürlich im Fokus auf der einen Seite Leon Gawanke nach seiner Auseinandersetzung mit Leon Bergmann, der provokant gejubelt hatte bei seinem Treffer in Spiel 2. Es ist ein munterer Beginn und die erste Chance hat Ryan McInnes in der 9. Minute. Der Puck landet am Pfosten, Scheiben gewinnt Tobi Eder, das ist Erik Hörtler und der bedient Yannick Veilleux. Die Führung für die Eisbären, dabei hätte es 1:0 für Mannheim stehen können. Ryan McInnes trifft den Pfosten und dann kommt der Konter der Eisbären. Zu Ende gespielt von Erik Hörtler und Yannick Veilleux überwindet Arno Tiefensee. Das erste Mal eine Eisbärenführung in dieser Serie und die Hausherren, sie legen nach, spielen in Überzahl und machen das richtig gut. Kai Wissmann an der Scheibe, kommt der Puck wieder von Zach Wojcik, zieht durch und dann landet die Scheibe im Winkel. Das 2:0 in der 14. Minute durch den Kapitän und keine Chance für Arno Tiefensee, der da keine Sicht hat. Der Puck noch ganz leicht abgefälscht von Tom Kühnhacke. Zur Freude von Serge Aubin steht es nach 20 Minuten 2:0. Und im Mittelabschnitt schwächen sich die Mannheimer dann selbst. Dieser Check zum Kopf von Tobi Eder bedeutet 5 Minuten und Spieldauer Disziplinarstrafe für Corbinian Holzer. Eders Schädel brummt. Holzer muss das Eis verlassen. Die Entscheidung der beiden Unparteiischen richtig. André Schrader und Gordon Schukis schicken Holzer in die Kabine. Und erstmal spielen beide in 4 gegen 4. Und da bricht Daniel Fischbuch durch, hat die Riesenchance, trifft den Pfosten. Der Puck ist hinter Jake Hildebrandt. Der hält die Scheibe dann aber fest. Schlecht verteidigt von Jonas Müller. Fischbuch kommt mit Tempo, macht das eigentlich gut. Und dann hat Berlin und Hildebrandt Glück, denn der Puck landet direkt 2-mal am Pfosten in der Hintertor zu erkennen. In der Folge dann aber die Überzahl für die Berliner. Letzte Minute läuft da. Wissmann rüber zu Nöbels. Nöbels wieder zu Wissmann. Der One-Timer kommt und da ist Blaine Byron mit seinem ersten Playoff-Tor zum 3:0. Wir sehen es gleich, Arno Tiefensee chancenlos, denn Wissmann schießt Blaine Byron mehr oder weniger ab.
der ist dann handlungsschnell, nimmt die Scheibe auf und schiebt zum 3:0 ein. Aber die Eisbären, sie konnten sich auch bei ihrem Torhüter bedanken, der herausragend hielt in diesem Spiel. Und jetzt kommt ein Riesensave. Der Schuss von McInnes, erst ist er da und dann der Nachschuss von Lindenway und die Windmühle, ausgepackt von Jake Hildebrand. Hier zur Stelle gegen David Wolf mit dem rechten Schoner und dann ist er blitzschnell drüben beim Nachschuss von Lindenway und packt die Fanghand aus. Jake Hildebrand knüpft an seine starke Leistung aus Spiel 2 an. Und so steht es nach zwei Dritteln 3:0 für die Hausherren. Ein komfortabler Vorsprung und wenig Zuversicht bei Dennis Aikens, dem Head Coach der Adler, der seine Mannschaft aber noch mal richtig heiß gemacht hat für den Schlussabschnitt. Überzahlsituation für Mannheim und Leon Garbanke zieht durch, der Anschlusstreffer. Und da sind noch 17 Minuten 8 auf der Uhr nach diesem harten Schlagschuss von Leon Garbanke. David Wolf nimmt Hildebrand die Sicht, der hat da erstmalig das Nachsehen. Und die Gäste, sie sind am Drücker, machen viel Druck, Überzahlsituation. Schnell gespielt von Arno Tiefensee. Plachter lässt liegen für Ryan McInnes. Da ist der Anschluss und noch 6,5 Minuten zu spielen. Zwei Überzahltore der Adler im Schlussabschnitt machen das Spiel nochmal richtig spannend. Hildebrand im kurzen Eck erwischt. Stark gemacht von Tiefensee. Gut liegen gelassen von Plachter. Und dann knochentrocken McInnes aus dem Handgelenk. Es ist ein intensiver Schlussabschnitt. Riesenchance nochmal für die Adler. Aber Jake Hildebrand hält seinen Kasten für den Rest der Spielzeit sauber. Berlin holt Spiel 3 und damit führt sie mit 2:1 die Stimmen zum Spiel. So, hier sehen wir unsere Jungs, wie sie sich warm machen. Ich gehe auch gleich auf eine kleine Veränderung ein bei unserem Team. Hier sehen wir nochmal Leon Garbanke, der sich hier in Mannheim sehr, sehr gut zurechtgefunden hat. Spielerisch, auch menschlich, passt er wunderbar hier rein, Leon Garbanke. Jetzt schauen wir uns aber erstmal unseren, hier nochmal McInnes, Center der vierten Reihe. Macht auch einen super Job in Überzahl in dieser Formation mit Wei Wolf, Plachter zusammen und Garbanke eben an der blauen Linie. McInnes also hier. Und jetzt schauen wir uns aber unseren Gegner ein bisschen näher an. Bei den Berlinern gibt es auch ein paar Veränderungen, die werde ich dann kennzeichnen. Da werde ich dann ein bisschen dazu eingehen. Mit dem Textmarker. Mit dem Textmarker, genau. Auf dem Bildschirm, den wir hier vor uns haben. Mit der 92 Marcel Nöbels, die 23 Blaine Byron und die 93 Leo Pföderl. Die Reihe bleibt so zusammen, wobei im ersten Spiel war ja Blaine Byron nicht mit dabei und Zach Boychuk hat da dann gespielt. Auch im zweiten Spiel war Boychuk dann erstmal mit denen zusammen, mit Pföderl und Nöbels, kam aber dann in die andere Reihe und eben Blaine Byron dann damit dazu. In der Verteidigung die 18 Jonas Müller, die 6 Kai Wissmann. In der Verteidigung hat sich nichts verändert. Dann die zweite Reihe, die 95 Freddy Tiffels, die 89 Serk Boychuk. Und jetzt ist hier Tyroning rein rotiert in diese Reihe. Und Dejeuner ist aus dem kompletten Lineup raus rotiert. Die dritte Reihe Yannick Veilleux, neu mit dabei für Dejeuner, ist Patrice Cormier mit der 28 und Tobi Eder mit der 22 dann in dieser dritten Reihe mit Veilleux und Cormier. Dann die vierte Reihe, die 77 Erik Hörtler, die 21 Manuel Widerer und die 10 Leon Bergmann. Die Reihe bleibt auch so zusammen. In der Verteidigung noch die zweite Verteidigungsformation, die 44 Julian Melchiori und die 62 Thomas Semic und die dritte Formation, die 40 Corbinian Geibel und Morgan Ellis mit der 4. Michael Bartuli mit der 78 ist hier kein Verteidiger, sondern Stürmer Nummer 13 mit sehr, sehr wenig Eiszeit. Im Tor die 30 Jake Hildebrand und als Backup die 1 Jonas Stettmer.
Der zweite Platz, den hatten die Eisbären nach der Hinrunde. 3 Spiele, 2 Siege, 1 Niederlage, 8 Tore, 11 Gegentore. Die Unterzahl ist deutlich ausbaufähig, müssen sie aber nicht machen, wenn es nach mir geht. 69,2, die Überzahl 22,22. Das ist eine gute Überzahl, die die Berliner an den Tag gelegt haben. 5 Spiele bei unseren Adlern, 3 Siege, 2 Niederlagen. Unsere Jungs haben ja Schwung genommen aus der ersten Playoff-Runde gegen die Ice Tigers aus Nürnberg. 19 Tore, 12 Gegentore. Die Unterzahl mit 78, sagen wir mal 79% ist natürlich ausbaufähig. Ich würde sagen, in Schulnoten 3 bis 4. Die Überzahl 31,5%. Das ist eine sehr gute Überzahl. Die war sogar zwischenzeitlich bei 37% gewesen. Also da sind unsere Jungs schon sehr gut. Wobei im letzten Spiel war es jetzt nicht so richtig toll. In den letzten beiden Spielen war es jetzt nicht so richtig toll gewesen. Topscorer, 2 Tore, 4 Vorlagen, 6 Punkte, Leon Gawanke. Kein Tor, 6 Vorlagen, 6 Punkte, Lyndon Way. 1 Tor, 4 Vorlagen, 5 Punkte, Jordan Schwartz. Bei den Berlinern 1 Tor, 2 Vorlagen, 3 Punkte, Tobi Eder. 2 Tore, keine Vorlage, 2 Punkte, Ty Roning. Und 1 Tor, 1 Vorlage, 2 Punkte, Blaine Byron. Das Viertelfinale. Unsere Adler spielen also gegen die Eisbären. Ingolstadt empfängt Bremerhaven. München gegen Wolfsburg und Schwenning gegen Straubing. Die Spiele finden alle heute statt. Allerdings versetzt. Wir fangen hier in Mannheim als Erster an. Danach dann die anderen versetzt. So um eine Stunde in etwa. Also versetzt. Jetzt wollen wir mal hören. Du hast ja vorher vor dem Spiel wie immer gesprochen mit unserem Coach Dallas Eakins, der natürlich auch sich das alles anguckt, so wie Anti, und seine Rückschlüsse dann daraus Soll zieht. Soll ich vorher mal ganz kurz noch auf das Line-Up eingehen, was unsere Jungs haben? Ich versuch's mal aus dem Kopf, ob ich es hinbekomme. Ja. Im Tor Arno Tiefensee, Verteidiger 1 und 2 sind Jocki Bakker und Gawanke. Und dann als erstes geht die Reihe mit Leube, Schwartz und Kühnhackl aufs Eis. Dann das Verteidigerpärchen Holzer und Gilmore, und dann als zweite Reihe geht Wey, Wolf, Blachter aufs Eis. Danach dann die dritte Reihe mit Fischbuch und jetzt Hännikäinen für Bennett als Außenstürmer. In der Mitte Godet und die dritte Formation Reul und Thompson. Da ist er wieder. Und da haben wir Hännikäinen, der wieder mit dabei ist. In den Playoffs spricht man ja nicht über Verletzungen, aber wenn Hännikäinen nicht spielt, kann man sich vorstellen, dass er... Muss es was Größeres gewesen sein. Müsste was Größeres gewesen sein. Genau, die vierte Reihe bleibt dann genauso zusammen mit McGinnis, Thiel und Proske als Außen, und siebter Verteidiger ist Fabrizio Pilou. Also diese Veränderung gibt es im Team der Adler, die 33 für die 21. Weil wir gesehen haben, was Markus Hännikäinen uns in den letzten Spielen vor seiner Verletzung alles geholfen hat, glaube ich, ist es nicht so schlecht, dass er wieder da ist. Das sehe ich genauso. Toll, toll, toll. Also, und jetzt die Worte von Head Coach Dallas Eakins zum heutigen Spiel im Coaches Corner. Coach, would you agree with me that your team has played very well so far, but came up short 2 times? Yeah, and that's going to happen, especially when you're playing a top 2 team. They're an excellent team. I really am proud of how our guys have played. I think we've played extremely hard. I think we've played extremely detailed. And this series is basically going to be a 1-goal game every night. Our challenge is to make one more play, take one less penalty, get one more stick on a puck, you know, whatever that is, to change the game. Er ist sehr, sehr stolz auf das Team, wie es bisher gespielt hat. Das ist eine sehr, sehr enge Serie. Man hat immer gut gespielt. Er ist sehr stolz auf sein Team auch. Man muss einfach so weitermachen, und man muss vielleicht das eine Play mehr machen, vielleicht irgendwo den Schläger noch dazwischen bringen, noch ein bisschen mehr. Es ist, wenn du gegen ein Top Team spielst, so wie die Eisbären, also gegen, die waren ja Zweiter, wenn du gegen die spielst, wird es immer eine Herausforderung sein, jeden Abend. And now you have the depth in your team that you can rotate a little bit. Is there something going to happen in the team? Yeah, we're going to get Hännikäinen back in. You know, he's, you know, arguably our best penalty killer. So he's back to 100%.
Unfortunately, we had to take Bennett out. Bennett plays extremely hard for us every night. He's a team guy. He brings us lots of energy. It has nothing to do with his play. It's more of, do we need more on the penalty kill or do we need more on a power play? And so right now we've identified our penalty kill as where we need the player. And that's the change we're making tonight. Heute gibt es eine kleine Änderung. Bennett raus, Hännikainen rein. Hännikainen ist wieder fit. Er sagt, Hännikainen ist unser bester Penalty-Killer. Deswegen brauchen wir da vielleicht ein kleines bisschen mehr als im Powerplay. Und Bennett hat sehr, sehr stark gespielt. Überhaupt keine Frage. Das ist überhaupt keine Entscheidung gegen Bennett, sondern einfach, dass man im Unterzahl jetzt jemanden wieder hat, zurück hat aus einer Verletzung wie Hännikainen. Und den kann man sehr, sehr gut gebrauchen. What are you telling your guys after a game or before a game like that? Because there's nothing I would say they've made wrong. No, compete. We have our standards here as a team, and our standards are really simple. We always want to stick together. We want to inspire each other. We want to work hard. We want to have a high compete level. We're never going to dive on the ice. And if you get hit and you're hurt, get up and get off the ice. Like that. That's the standards of our team. And our guys are doing an excellent job. Er sagt nur Kleinigkeiten dem Team. Ich habe gesagt, ja, so viel machen die ja gar nicht falsch. Also was sagst du denn? Er sagt, wir müssen nach unserem Standard spielen und unser Standard ist jedes Mal hart zu spielen. Oder wenn du mal einen Check bekommst und hinfällst und dich vielleicht sogar verletzt hast, steh auf, bleib nicht liegen. Wir lassen uns nicht fallen. Wir machen keine Schwalben. Wir sind wirklich da und wollen dieses Spiel hart spielen und das jeden Abend, jedes Spiel. Have a great game, Coach. Great, thank you. Jetzt geht's auch gleich. Ja, guck mal, da haben wir den Kollegen Pitt, der da ist mit seinem Sohn. Sieht man gerade hier auf dem Videowürfel. Liebe Grüße an die Kollegen in der Regie. Ja. Ja, ist doch schön, wenn die Kollegen, die frei haben, dann ihren Tag auch mal bei uns hier beim Eishockey wieder sieht verbringen. Man, wie, das zeigt die große die Stadt, Verbundenheit. Genau, wie die Stadt hinter dem Team steht, wollte ich genau sagen. Jens, wir machen Spieltagsquiz. Jawohl, sehr gut. Also ihr seid eingeladen, wenn ihr frisch dabei seid, das erste Mal vielleicht mitmacht bei Twitch TV, könnt ihr jetzt interaktiv mitspielen. Hier, es gibt für den Besten am Ende wie immer einen Preis aus unserem Fanshop. Und an dieser Stelle müsst ihr jetzt hier, da drüben ungefähr, ein Quadrat von unserem Partner QuizKit eingeblendet sein. Und wenn ihr da draufklickt, ganz unten euren Benutzernamen freigebt, dann macht ihr mit. Müsst ihr bitte unbedingt machen, weil ansonsten können wir euren Namen nicht auslesen und dann können wir euch am Ende den Gewinn nicht zuschicken. Das wäre schade. Schlimmer wäre es, den Namen nicht aussprechen können. Aussprechen kriegen wir, das schaffen wir irgendwie. Da haben wir uns aber nicht erkennen, ist noch doofer. Das heißt dann nur Contestant Nummer 22 oder so. Das wäre schade. Aller gut, jetzt haben wir es alle gemacht. Das heißt, es geht los mit den drei Fragen. 10 Sekunden pro Frage. Und je schneller und je richtiger ihr diese ganze Serie beantwortet, umso mehr Punkte bekommt ihr am Ende. Und das musst du mir noch mal ganz kurz erklären. Ja. Also richtig ist richtig. Und wenn man richtiger ist, ist es noch mehr als richtig? Wenn man zwei Fragen richtig beantwortet hat, ist man nicht so richtig wie jemand, der drei Fragen richtig beantwortet hat. Okay. Deshalb richtiger. Sprechen wir noch mal drüber. Ja. Ich muss da reicht die Sendezeit nicht, damit ich es prozentuale verstehe. Angabe der Richtigkeit. 66, 100. Na gut, also beantwortet einfach schnell und richtig und dann seid ihr dabei. Also, oder richtiger vielleicht. Erste Frage über Mannheim. Zum wievielten Mal stehen unsere Adler in den DEL-Playoffs den Eisbären gegenüber? Ist es das fünfte Mal, das siebte Mal, das neunte Mal oder das elfte Mal? Richtige Antwort bitte jetzt anklicken. Bei YouTube könnt ihr das gerne in den Chat reinschreiben. Das können wir leider sowieso nicht werten, aber Twitch sind alle mit dabei hoffentlich jetzt. Also du meinst Serien jetzt? Genau, Playoffs generell in den Playoffs. Also egal, jetzt so Viertelfinale, Halbfinale und so weiter. Frage kommt mir bekannt vor. Hatten wir die nicht schon mal? Nee, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, waren wir das erste Mal in den Playoffs gegen Berlin gespielt haben. Dann, ich würde sagen, es ist neunmal, aber es ist natürlich 9-11, liegt sehr nah beieinander, aber ich glaube, es sind neunmal gewesen. Neunmal? Ja. Guter Tipp, genau richtig. Es waren bisher 9 Begegnungen in den Playoffs der DEL. Und das haben auch die meisten richtig getippt, sehr gut. Dann können wir weitergehen zur nächsten Frage. Frage über Berlin. Seit wann ist der Ex-Adler Stefan Richer Sportmanager der Berliner Eisbären? Ist es seit 2013, 2015, 2017 oder 2019? Seit wann ist der Riech da im Management? 13, 15, 17 oder 19? Jetzt die richtige Antwort bitte von euch. Einmal anklicken.
Er war ja vorher in Hamburg gewesen bei den Freezers und ich kann mich jetzt nicht mehr an das Aus der Freezers genau erinnern, wann das denn war. Ich würde aber sagen, es war 14, 15 war es, glaube ich. Also deswegen würde ich sagen, ab 16 war Risch da. War das eine Option? 17 wäre eine Option, 17 dann die nächste. Option. Dann würde ich sagen, war es 17. Ja. Ja. 17 ist die richtige Antwort, Antti. Oh, wow. Gut hergeleitet. Ist nicht danach auf Wolf zu uns gekommen direkt? Der kam genau, doch von Hamburg hierher. Genau. Ne? Also ja. Es war fast der gleiche Zeitpunkt dann, ja. Wahrscheinlich sogar. Ja. 2017. Die meisten hätten übrigens 2015 getippt. Ein bisschen früher noch, aber es war 17. So. Und dann haben wir noch eine Frage zum Eishockey. In der DEL, in den Playoffs, spielen wir ja die Serie Best of Seven. Das heißt, die Mannschaft, die zum ersten Mal 4 Siege in der Serie geholt hat, zieht weiter. Und die Frage, die wir von euch beantwortet haben wollen, ist, seit wann ist das so? Seit wann spielen wir in den DEL-Playoffs ausschließlich den Modus Best of Seven? Wir nehmen das Corona-Jahr jetzt mal raus, ja, da war ja alles anders, alle Sonderregelungen. Aber seit wann gibt es das, dass man in den DEL-Playoffs ausschließlich im Modus Best of Seven spielt? War das zur Spielzeit 9-10, 11-12, 13-14 oder 15-16? Versuche ich mal zurückzuerinnern, 2009-10, 11-12. 13-14 oder 15-16. Seit wann spielen wir in den DEL-Playoffs ausschließlich den Modus Best of Seven? Ich glaube, das war, also ich kann mich, ist immer schwierig, so, wenn die so eng beieinander sind, aber es war Anfang der 10er Jahre, also deswegen würde ich sagen, in der Saison 11-12 war es zum ersten Mal Best of Seven, davor war es Best of Five gewesen. Ja. Leicht. Da war es, glaube ich, sogar einmal so, dass man das Finale Best of Five gespielt hat und Viertelfinale und Halbfinale Best of Seven. Da war, gab es so ein Hybrid nochmal dazwischen irgendwie. Ja, deswegen war die Frage natürlich ausschließlich Best of Seven. Warst leicht daneben gelegen, Antti, es war 2013, 2014. Okay. Und die meisten haben das sogar richtig gemacht. Die anderen hätten sogar noch, die zweithäufigste Antwort war 15, 16. So, dann haben wir Musebrot 72, sehr, sehr schöner Spitzname. Musebrot 72, einmal bitte an die Adler Mannheim Official eine Twitch-Nachricht schicken und dann schicken wir dir deinen Gewinn zu. Danke euch allen fürs Mitmachen. Jens muss jetzt runter wieder zur Godzilla, dieses Biest an Eismaschine mit über 600 PS wird Jens dann aufs Eis drauf flitzen und dann eben hier nochmal die Show dann fortführen in der Halle. Jetzt geht es erstmal zum Spieltagsquiz und dieses Spieltagsquiz machen wir ja immer im Rahmen des Live Arena TVs. Danke Jens und bis zum nächsten Spiel. Servus Anti, mein Freund. Hallo liebe Adlerfans und herzlich willkommen aus der Nordwestkurve zu unserem heutigen Heimspiel. Playoff Spiel 4 gegen Berlin im Viertelfinale. Und bei mir sind heute gleich zwei junge Tipper, Anti. Die wollten nämlich unbedingt zusammen tippen. Das ist der Lennox und der Valentin. Wink mal darüber in die Kamera. Ich habe nämlich ganz viele Freunde auch heute hier, die da sind, gell? Ja. Ja, okay. Dann wollen wir mal schauen und vorher an euch noch die Einladung einfach in der Adler-App rechts oben auf das Menü, auf das Coupon-Center, auf das Tippspiel. Und dann könnt ihr auch mittippen, 5 Fragen beantworten und am Ende vielleicht einen tollen Preis gewinnen, wenn ihr den besten Tipp heute abgegeben habt. Kleiner Hinweis, es kann sein, wenn ihr eine instabile Internetverbindung habt, dass da von der Bezeichnung her ein bisschen was verrutscht. Bei uns zum Beispiel steht jetzt hier Playoffs Spiel 6 am 24.03. Das ist natürlich Quatsch, das ist erst das vierte Spiel. Das kann manchmal passieren, wenn die Datenleitung nicht so stabil ist. Macht euch keine Sorgen, wenn das Datum stimmt, 24.03., dann könnt ihr da mittippen und dann werden eure Tipps auch entsprechend gewertet. Jetzt wollen wir mal schauen, was der Lennox und der Valentin da heute in unsere App eingegeben haben. Lennox, ich fange mal mit dir an. Das Endergebnis gegen Berlin, sag's ganz laut und deutlich heute. 3-2 für Mannheim. 3-2 für Mannheim. Da sind wir dabei. In welchem Spielabschnitt fällt das erste Tor für unsere Jungs? Erstes, zweites, drittes, Drittel? Zweites. Zweites Drittel? Ja. Okay. Welcher Adler schießt heute das erste Tor? Da sagst du, Lennox? Leon Gawanke. Unsere Nummer 9, Leon Gawanke. Große Zustimmung aus der Nordwestkurve. Welches Team erhält die meisten Strafminuten? Mannheim, Berlin oder beide gleich? Berlin. Die Eisbären Berlin heute öfter auf der Strafbank. Und welcher Adler erhält heute die erste Strafe? Nochmal an dich die Frage, Lennox. Mit der Nummer 4, Corbinian Holzer. Unsere Nummer 4, Corbinian Holzer, haben wir für dich eingeloggt. Okay, damit sind eure Tipps drin. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super getippt. Wir gehen gleich noch im Fanshop vorbei, holen für euch was Schönes und dann geben wir heute ordentlich Gas, ja? Ja. Alles klar, okay. Und damit jetzt nochmal die Bitte an euch.
Adler Mannheim App aufmachen, rechts oben aufs Menü, aufs Coupon Center, aufs Tippspiel. Und wir sind gespannt, was ihr zu unserem heutigen Heimspiel zu sagen habt. Zurück zu dir, Antti. Ja, nicht vergessen, den Podcast auch immer anhören zu den Adlern Mannheim. Einfach Adler Mannheim Podcast, ganz einfach heißt das Ding, ist leicht zu finden, überall, wo es eben Podcasts gibt. Also auch in den Playoffs einmal die Woche alles um die Adler und die Liga natürlich. Wir schauen auch in die zweite Liga immer wieder. Also sicherlich sehr interessant dann für Leute einen kleinen dann Einblick hinter die Kulissen auch zu bekommen. Jetzt geht's also gleich los hier mit dem Spiel. 15 Minuten noch. Bleibt so lange noch bei uns hier bei Twitch oder YouTube. Das Spiel könnt ihr dann auf Magenta Sport sehen oder im Webradio hören. Webradio findet ihr auf regenbogen.de, auf der Regenbogen-App, Regenbogen-2-App, Regenbogen2.de oder auf der Adler-App. Also wer es sucht, wird es finden. Jetzt viel Spaß mit dem vierten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie. Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin. Meine Damen und Herren, liebe Eishockey-Freunde, einen schönen Sonntagmittag und herzlich willkommen in der SAP Arena. Herzlich willkommen bei unseren Adlern. Und gleichzeitig sagen wir auch allen 13.600 Gästen heute hier, herzlich willkommen in den DEL Playoffs 2023-2024 im Viertelfinale in der am härtesten umkämpften Serie. Liebe Eishockey-Freunde, da unten im Stehblock, da stehen die Denise und der Sascha, die haben mich nach dem letzten Spiel angesprochen, haben gesagt, wir geben jedes Spiel Vollgas, es gibt nichts unter 100%. Liebe Denise, lieber Sascha, wir alle versprechen euch, uns geht das genauso. Wir wollen die Berliner schlagen. Die heute natürlich auch wieder zu uns gekommen sind. Im sportlichen Sinne begrüßen wir die Gäste aus Berlin bei uns in Mannheim. Und für uns, liebe Eishockey-Freunde, geht's jetzt los mit dem vierten Spiel dieser Serie. Mannheim gegen Berlin. Auf geht's! Sieg! Thank you.
Das Mannheimer Eisstadion ist für eine neue Saison gerüstet. Eintritt bei Dortmund 30 fällig. Kurze. Er wurde zum neuen Trainer berufen. Mit Heinz Weisenbach an der Bande holt der MERC den ersten Titel nach Mannheim. Und jetzt ist es zu Ende. Jetzt flippen sie alle aus hier. Die Scheibe ist drin. Mannheim hat ihn verteidigt, den Titel. Jetzt ist es aus. Die Mannheim Adler sind deutscher Meister 1999. Zum dritten Mal in Serie. Kennedy holt das Abspiel und der hat das Tor für Mannheim. Und Mannheim ist deutscher Meister. Die letzte Sekunde. Nochmal Schuss und Tor. Ausgleich. Eine Sekunde vor Ende der Partie. Deutscher Meister 2007. Nächste Treffer, egal wann er zählt. Und da ist das Tor, da ist die Entscheidung, da ist die Meisterschaft. Und hier, liebe Eishockeystadt Mannheim, sind unsere Adler des heutigen Tages, präsentiert vom Mannheimer Morgen. Wir begrüßen in der Verteidigung unsere vier Corbinian. Mit der 7 kommt John. Unsere 9 heißt Leon. Mit der 23 kommt Jirki. Unsere 24 Keaton. Unser Captain mit der 29, Dennis. Unsere 68, Fabrizio. Im Sturm mit der 13, Stefan. Unsere 14, Jordan. Unsere 19, Linden. Wir begrüßen mit der 22, Matthias. Unsere 27, Yannick. Mit der 33, willkommen zurück, Markus. Unsere 34, Tom. Mit der 58, Tyler. Unser 71, Daniel. Mit der 74 kommt Ryan. Monems 89, David. Unsere 96, Simon. Im Tor unsere Adler mit der 30, Arno. Unsere 90, Felix. Der Head Coach Dallas, an seiner Seite Kurt und Marcel. As a team, you're going to run into injuries throughout the year, but I've never quite seen anything like this. It's kind of been a bit of a whirlwind season for us. Diese schwere Phasen, wo es ziemlich beschissen gelaufen ist, das hat uns als Team gestärkt, gefestigt. Ja, deswegen bin ich auch stolz, ein Adler zu sein. This is playoff hockey now. These are big games for us coming down the stretch. Jetzt ist Playoff-Zeit, deswegen spielt ihr hier. Das ist die geilste Zeit in der Saison. The intensity starts to ramp up. We are going to play aggressively and never back up.
den Kader hier anschaust, da glaubt jeder an den anderen. Wir müssen als Mannschaft zusammenhalten. Our building is an intimidating place for other teams. Wenn die Halle hinter uns steht, ist es so, dass ein sechster Feldspieler auf dem Eis steht und uns einen brutalen Antrieb gibt. We hear you guys down the bench. We hear you when we're kind of tired, battling out there. Einheit, das ist einfach geil, wenn du das dann siehst. This is the best time of the year. It's playoff time, baby. Let's fucking do this. Und auch heute, liebe Eishockey-Freunde, geht ein großes Dankeschön an alle Adlerfans in der Nordwestkurve für eine weitere tolle Choreografie. Vielen Dank! Liebe Eishockey-Freunde, ein Hallo geht auch an unser Schiedsrichtergespann heute. Die Hauptschiedsrichter dieser Partie sind André Schrader und Sean McFarlane. Dazu an der Linie Patrick Lagusow und Tom Giesen. Allen ein spannendes und faires Spiel. Die Starting Six unserer Gäste aus Berlin. In der Verteidigung mit der 18 Jonas Müller, mit der 6 Kai Wissmann. Im Sturm mit der 92 Marcel Nöbels, mit der 23 Blaine Byron, mit der 93 Leonard Föderl und im Tor startet die 30 Jake Hildebrandt. Und hier, liebe Eishockey-Freunde, die Starting Six unserer Adler in der Verteidigung. Unsere 23 Jirki. Unsere 9 Leon. Im Angriff unsere 34 Tom. Unsere 13 Stefan, unsere 14 Jordan und im Tor mit der 30 unser Arno.